Die wahren Werte im Leben sind wahrlich nicht die, die wir mit einem Preismakerl oder irgendwas bezeichnen. Wahre Werte sind die Dinge, die wir verkörpern. Die wir verkörpern in dem, was wir uns selber an Wert geben. Nicht welchen Preis wir haben, sondern was geben wir uns an Wert. Was haben andere davon, dass es mich gibt? Wie wertvoll ist mein Wirken und mein Dasein? Und es ist relativ schwierig, wenn man natürlich in einer Mühle drinsteckt, wo man ein gewisses Preis-Leistungs-Verhältnis erfüllt und für eine Stunde seiner Arbeitszeit ein gewisses Geld kriegt und damit diese Arbeitszeit wertvoller wird, scheinbar wertvoller wird, als die restliche Lebenszeit, also die Freizeit, in der das Geld wieder ausgibt, ist damit weniger wert. Und damit arbeiten wir immer mehr, damit wir uns immer weniger Freizeit leisten können, aber dieses Geld dort investieren, um uns irgendwie wertvoll zu fühlen. Und das ist eigentlich ziemlich hirnlos, sinnlos und zwecklos. Das Wichtigste, was es gibt, ist immer die Person, die dich aus dem Spiegel anschaut. Und darum sei da endlich was wert, damit was weitergeht auf diesem Planeten. Und dass du ein wertevolles Umfeld erschaffst. In diesem Sinne wünsche ich dir lebenswerte Erfahrungen in einer lebenswerten Welt. Namaste.